Hey Leute und willkommen zu Let's Play Hero Zero Server 18. Ich bin mittlerweile Stufe 344 und ja, es ist wieder ein neues Event da. Das Ball-Event, das kennt ihr. Man kriegt, man muss halt Bälle finden, jeden Tag ein. Und dann bekommt man Begleiter, Fähigkeitspunkte. Boah, das kann ich ja mal zeigen, was man bekommt. 5 Donuts, 10 Fähigkeitspunkte waren es am Anfang und den Begleiterort, den ich schon habe, aber vom Casino. Und der heutige Ball fehlt mir noch. Das wollten wir euch zusammen machen. Ich weiß schon, wo der ist. Also den heutigen Ball sollte man auf jeden Fall finden. Der ist jetzt nicht so schwer. Der ist hier bei dem Begleiter. Ich bin gerade mit der Maus da, hier oben. Denk mal, das sieht man. Einfach draufklicken. Easy. Und Belohnung abholen. 5 Donuts, sehr schön. Sind noch 2 Bälle. Die letzten 2 waren bei der Charaktererstellung. Das war auch ganz fies. Zweimal hintereinander bei der Charaktererstellung. Ja, und morgen weiß ich noch nicht Bescheid. Das weiß ich immer meistens am nächsten Tag. Ja, aber der Ball war jetzt nicht so schwer zu finden. So, dann mache ich noch auf jeden Fall ein paar Duelle. Ich mache allgemein nicht so viel Duelle, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Also ich schaffe am Tag gerade so 20 Duelle, also mehr schaffe ich wirklich nicht. Außer jetzt am Wochenende, vielleicht schaffe ich da mal ein bisschen mehr. Wegen der Arbeit, weil bei der Arbeit kann ich jetzt nicht so viel zocken. Und allgemein auch, ich habe da gar kein gutes Internet, also kann ich da auch kaum spielen. Wenn ich mal Glück habe, geht es. Wenn ich kein Glück habe, geht es überhaupt nicht. Und ich kann gar nicht auf der Arbeit mal was anmachen. Während der Mittagspause oder irgendwann. Also manchmal ist es eine Katastrophe, da habe ich wirklich gar kein Internet auf der Arbeit. Da geht gar nichts. Ja, ansonsten kommt, glaube ich, bald Server 19. Server 19 wird auf jeden Fall bald kommen. Ich werde auf jeden Fall mitmachen. Werde dann den Charakter leider nicht mehr spielen können. Ja, das wird dann blöd sein. Aber ich will immer auf dem neuesten Server dabei sein. Auch wenn ich schon mit dem Charakter wirklich weit bin. Also, ich war, glaube ich, noch nie von der Skillung so weit oben. Und ich bin auch gerade noch in den Top 10 vom Level her. Kann ich ja mal kurz gucken. Haben sich ja auch einige gelöscht. Das liegt wohl wahrscheinlich daran. Hier Top 10 bei der Stufe. Da bin ich. Platz 5 sogar, in den Top 5. Nice. Hier Ned ist mir ganz auf den Schlichen. Muss ich noch ein bisschen abhängen. Ja, ansonsten läuft es eigentlich ganz gut auf dem Server. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so weit oben bin am Anfang. Ja, haben sich halt wirklich ein paar gelöscht. Und Fantasy hatte ich auch letztens gelöscht. Einfach so, ohne was zu sagen. Schade, sehr, sehr schade. Sehr gute Spielerin, sehr nett auch. Deswegen bin ich ja auch jetzt Fünfter, sonst war ich davor Sechster. Weil Fantasy war hier ja. Allgemein haben sich echt viele gelöscht, muss ich sagen. Sind nicht mehr so viele übrig geblieben. Finde ich schade. Aber wir sind jetzt Platz 1 wenigstens von der Team-Ehre. Ja. Sieht man jetzt hier. Kann sich aber auch ändern, weil All for One uns besiegt. Mal gucken. Wir sind nämlich sehr, sehr gleich stark, muss ich sagen. Also ziemlich gleich stark. Und ich rede gerade sehr leise, glaube ich, weil ich bin gerade aufgestanden und ich wollte jetzt das Video machen, weil gestern kam ich nicht dazu, als ich von der Arbeit kam, war es schon wieder über 30 Grad, es war einfach zu schlimm. Und es war wie eine Sauna hier im Zimmer, aber jetzt ist morgens 7:50 Uhr, jetzt geht's noch. Deswegen bin ich früher aufgestanden und habe jetzt das Video angefangen, weil um die Uhrzeit geht das noch, aber später geht es wirklich nicht. So. Keine guten Missionen. Ja, komm, ich weiß einfach die hier. Oh, sorry, wenn ich so müde bin. Weil da jetzt ist es auch schwer zu schlafen. Ich brauche ein Gadget, merke ich gerade. Und ich merke auch, dass ich gerade. Ah, hier, Anzugs. Ja, komm, mach ich jetzt einfach das hier. Ich glaube, ich kann Sondereinsatz starten. Ne, erst in 58 Minuten. Du musst noch 58 Minuten warten. Das ist nicht so schön. Gucken wir mal beim Wochenturnier. Ist gerade Mission, soweit ich weiß.
Ja, ist Mission. Wir sind gerade Platz 1. Ich bin gerade Platz 189. 174 Punkte. Ja, ich mache halt viele lange Missionen, weil ich, wenn ich normal unter der Woche spiele, kann, schaffe ich die ganze Energie nicht. Deswegen nehme ich immer die langen Missionen an, benutze Batterien. Und ich guck mal, könnte ich Platz 1 werden, wenn ich meine Energie, wenn ich meine XP-Heldentaten einsetze? Ich würde ungefähr 700.000 kriegen. 2,4 hätte ich dann. Nee, ich wäre Platz 3. Schade. Sehr, sehr schade. Ich habe hier nämlich noch echt viele Belohnungen. Ich muss mal kurz gucken. Nee. XP habe ich nur 1. Und das sind die, ja, sind ungefähr 720. Nee, das wird nicht. Das wird auf Platz 3 nur lang. Schade, schade, schade. Na, vielleicht kriege ich noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Erfahrung, sorry. Das ist gerade echt. Na, es geht. 7:52 ist jetzt nicht so spät. Also früh meine ich. Ja. Ich bin halt noch ein bisschen müde. Tut mir leid. Aber ich kann auf jeden Fall die Angriffe hier machen. Die Liga-Angriffe. Liga-Angriffe sind immer sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Denn man kriegt immer gute Sachen. Vor allem kriegt man hier Set-Gegenstände von der Liga, die ich gerade besitze. Also die hier. Ich habe hier ja das hier zum Beispiel bekommen oder das auch von der Liga. Deswegen muss man auch immer sich dieses Set holen. Superhero Liga Set. Also wenn man in der Super Hero Liga ist, dann lohnt es sich. Vor allem wenn du dann immer Ligakämpfe machst, kriegt man ab und zu diese Sets und dann kann man das einfach erneuern. Das passt einfach super. Ich habe ja auch zwei Stück, aber ich habe keine guten Modifikationen. Umhang, Schuh. Ich könnte. Ja, ich mache das plus 88. Weil ich habe ja noch eins. Ja. Sehr schön. Waffe minus 3, Anzug minus 83, plus 10, minus 8. Nee, das sind so. Nee, ich habe nichts Gutes. Ich mache auf jeden Fall das hier weg. Minus 83 ist nicht so schön. Ja, mache ich das hier noch rein. So, jetzt ist wieder schön geordnet. Passt. So, die Mission ist auffällig. Ich muss mal kurz gucken, was ich für Hilfe habe. 8 Kampfmissionen in der Schweiz. Ja. Versteckkämpfe. Ganz vergessen. Schaffe ich leider nicht. Greife ich einfach an. Und erstelle neuen. So. Das war's schon. Ich hoffe, die Hitze geht bald weg. Nächste Woche soll es ja wieder kälter werden. Zum Glück. Zum Glück. Bei der Hitze macht es echt keinen Bock, zu Hause zu sein. So, dann gucken wir uns mal hier die nächsten Spieler an. Den Harald gucken wir uns an. Harald, der Bro, hält Anzeigen. Der Nette von nebenan, Allah. Allah kenne ich von Hand of Blood oder von Henno ist ja Hand of Blood, von Dings. Kalle, ja, Kalle, ich weiß, wahrscheinlich guckt der Kalle. Damals auf Server 2 als Tollpatsch 007 unterwegs gewesen. Level 69 bei The Resurrection. Hat aber den Arbeitsbooster von 50%. Würde ich jetzt nicht reinmachen. Ich würde auf jeden Fall hier den Missionsbooster oder Fähigkeitsbooster reinmachen. Keine Wurfwaffen, sehr schade. Schlüpperpirat. Abgefangen, schlimmer Bursche. Und in Deckung. Ja, der Begleiter von den Fähigkeiten ist jetzt nicht so gut. Eigentlich nicht gut. Guck dich um nach einem anderen Begleiter. Ja, die Skillung relativ viel Kraft im Gegensatz zu den anderen drei Skills. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen Grips hoch machen. Oder noch Intuition und dann erst Kondi. Aber Kraft würde ich erstmal so lassen. Kraft ist erstmal hoch genug. Ja, mach erstmal Grips hoch. So auf 1300, 1400, dann hier auch 1400, das 1300. Und dann erst bisschen Kraft. So würde ich es machen. Ansonsten passt alles so wie. Gut, Harald. Ich muss erstmal hier meine Mission weitermachen. Und eine Motivationseinheit. Sehr schön. Ich habe heute nicht so viel Zeit, deswegen mache ich jetzt diese Mission. Benutze zwei Batterien.
bin heute nämlich unterwegs. Wir feiern heute. Ich hatte nämlich vor 5 Tagen Geburtstag und heute kann ich erst feiern, weil unter der Woche ist es blöd. Ich gehe heute ins Kino und dann wird besoffen Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ich hoffe, das ist witzig. Vielleicht mache ich auch mal ein Video, mal gucken. aber naja, egal jetzt. Als nächstes wollte ich gucken nach Super Ari nach. Wie kann man das nochmal einstellen mit diesen anderen Surfern? Hier. Surfer, andere Spielwelt. Surfer 11. Speichern. So. Super Ari auf Surfer 11. Uhuh. Level 511 bei Pandora. Gucken wir uns mal an. Holy moly, moly, jo. ach, keine Wurfwaffen drin. So eine Skillung, aber keine Wurfwaffen. Finde ich schade. Der Begleiter, ja, der Begleiter ist ja krank. Muss ich jetzt nichts weiter sagen. Also der ist Hammer. Ey, diese Skillung, ne? Der hat einfach das Doppelte. Sogar noch mehr als das Doppelte. Das ist ja so krank. Nee, also, die Skillung werde ich niemals schaffen, glaube ich. Ich muss ja jetzt dazu jetzt nichts sagen. Also, die Skillung ist Bombe. Ja, kein Wunder, Platz 5. Mit der Skillung, was hat denn der Erste? Gucke ich mal kurz. Ist ja noch übertriebener. Aber Super Ari, nicht schlecht. Deine Skillung ist echt krank. Krank gut. Sehr viel Kondition hast du auf jeden Fall, also in dem Sinne, dass du das durchhältst, so weit zu spielen. Nicht schlecht, muss ich sagen. So, dann gucken wir aber mal wieder. Alle. Nee, nicht alle. Diese Spielwelt. Sorry. Speichern. So. Gucke ich nochmal bei Loch Ness. Habe ich schon mal bewertet. Egal. Gucken wir mal kurz bei Disturbed. Level 249. Noch ein Level, dann bist du 250. Free-to-play-Spiele angefangen am 19. Juni, Ziel Level 100. Level 100 erreicht, 4. Juli, Level 150 erreicht, 19. Juli und Level 200 am 12. August. Ziel 200 Millionen. Ja, das dauert ein bisschen, hast du dir ein großes Ziel vorgenommen? Ja, aber ich denke mal, mit einem höheren Level geht es dann viel schneller. Gucken wir mal kurz. Keine Wurfwaffen. Fähigkeitsbooster hättest du schon auf 50 machen können, wenn du. Ach nee, ja. Free-to-play-Spieler. Sorry, nehme ich zurück. Barry, dickes Fell, hochgepäppelt wie du mir. Ja, denn der Begleiter ist nicht schlecht. Ja, von der Skillung her passt es auch so. Kannst sogar ein bisschen mehr Kraft noch haben. Aber ansonsten, die Skillung ist super, muss ich sagen. Hast du sehr schön gemacht. Und der Begleiter ist auch super. Also kann ich jetzt nichts weiteres sagen, außer dass du es gut gemacht hast. So, dann gucke ich mal beim Heldenversteck. Da kann ich erst in 4 Minuten wieder angreifen. Ich kann hier ein Workout aussuchen. Nehmen wir mal Kondition. So, erledigen wir das hier. Ich habe noch von gestern, glaube ich, einige Einheiten übrig, deswegen habe ich heute so viele Motivationseinheiten. So, das mache ich auch noch. Ah, noch eine Woche arbeiten, dann habe ich endlich 3 Wochen Urlaub. Ich hoffe, ich habe dann mehr Zeit für Videos, aber ich bin ja auch eine Woche dann weg, da kommt nichts, weil ich dann nicht zu Hause bin. Sehr schön. Ohne zu warten habe ich es geschafft. Nice. Hatte ich die Wurfwaffen drin die ganze Zeit beim Angreifen? Ich habe nur noch 14. Na egal. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, haut rein. Und wir sehen uns. Haut rein und ciao. Yeah.